beim nationalen Amateur-Hockey-Ligaspiel zwischen dem EC Euler Salzburg und dem EV Zeltwig zunächst einmal die Gastgewandbuck. Versuchen es jetzt mit einem Schuss. Immer noch die Zeltwig am Puck, aber Stefan Quintus konnte sich mit einem herrlichen Save auszeichnen. Dann wieder Trainer Dödling, die Nummer 14. Schuss und Tor. 1:0 für die Oilers. Herrlich herausgespielt und keine Chance für den Goalie der Gäste, da irgendetwas zu machen. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Neuer Kontermöglichkeit. Schuss, Ausgleich zum 1:1. Auch dieses Mal war es aus meiner Sicht nicht ganz so einfach, wie es aussah. Eigentlich auf jeden Fall absolut unhaltbar. Neuer Versuch. Der EVZ an der Scheibe. Gut abgewehrt und herrlicher Einsatz von Stefan Quintus. War wirklich sehr schön anzuschauen. Gute Aktion und die Oilers können sich befreien. Kontermöglichkeit. Schuss und Tor. 2:1 für die Oilers. Herrlich herausgespielt. Und ich glaube, dass dem Kohle des EVZ wegte sich verstellt war. 2:1 nach 20 Minuten. Dann das zweite Drittel. Die Seiten wurden gewechselt. Kontermöglichkeit. Schuss. Der Puck geht allerdings am Tor vorbei. Jetzt wieder Konter. Gut aufgepasst. Schuss, David Wechselberger zieht ab und Tor. Weiterer Treffer, 2:1, 3:1 für die Oilers. Herrlich herausgespielt und dieses Mal keine Chance für den Goalie. Die Oilers bleiben an der Scheibe. Schuss und Tor, weiterer Treffer. Wieder weiß die Nummer 25, David Wechselberger. Zum 4:1. Herrlich herausgespielt und auch dieser Treffer war natürlich sehr, sehr schön anzuschauen. Wir befinden uns im Schlussdrittel. Gut aufgepasst. Zunächst einmal die EV Zeltwig an der Scheibe. Aber es geht vorbei. Spielstand 4:1. Weiterer Schuss. Der Puck geht am Tor vorbei. Der EVZ schießt und weiterer Treffer für die Oilers. Herrlich herausgespielt. 5:1 für die Oilers. War allerdings aus dieser Perspektive schwer zu erkennen. Wir befinden uns in der Schlussphase. Neuer Versuch. Immer noch die Oilers an der Scheibe. Gut aufgepasst. Und kein weiterer Treffer, aber das Spiel ist entschieden. Hier ist die Schlussphase. Pass, Schuss, aufgefasst, aber es ändert sich nichts und die Oilers gewinnen diese Begegnung mit 5:1.